So, da ist es endlich. Meine Güte, das war ein teures Herzteil. So, aber jetzt haben wir es wenigstens. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ich bin eben nochmal zurückgegangen nach Hyrule und habe den Beutel voll gemacht, den Rubinbeutel, auf genau 200 Rubine. Ja, und naja, davon ist eine Menge übrig geblieben. Der hat wohl gedacht, dass er damit durchkommt, aber pff, nicht mit mir. Nicht mit mir. Da mache ich nicht mit. So, das heißt, wir können jetzt unseres Weges ziehen. Fürs Erste. Können wir nämlich endlich mal zum Todesberg aufbrechen. Langsam wird es Zeit. Let's go. Der Gebirgspfad. Auf Wiedersehen. Hier kann man irgendwo eine Bombe reinschmeißen, dann ist eine Skulptur da. Glaube ich. Ja, da. Man hat sie gehört. Weil das ist das Schöne an den Dingern. Die sind sehr schwer. Da oben ist auch noch ein Herzteil. Hi. Ich bin ein Gehone. Wir sind Steilfresser und leben auf dem Todesberg. Siehst du den riesigen Felsen dort drüben? Er versperrt den Eingang zu Dodongos Höhle. Die Höhle ist für uns Gehone sehr wichtig, denn dort lagert unsere Nahrung. Vor kurzem sind einige Dodongos in der Höhle aufgetaucht. Seither ist die Höhle selbst für uns ein äußerst gefährlicher Ort. Über den Eingang der Höhle sah ich einen Gerudo in schwarzer Rüstung, der den Fels mit magischer Kraft vor dem Eingang platzierte. Wenn du schon hier bist, solltest du auch Goronia besuchen. Die Stadt liegt weiter oben auf dem Berg. Ist es gar nicht weit bis dorthin. Bis wir da sind, ist es vielleicht wieder hell. Wir wissen ja, wie kurz die Zeiten hier sind. Hi. Man sagt, dass auf dem Gipfel des Todesberges eine wunderschöne Fee lebt. Willst du sie besuchen? Ah, da sind Felsen vor, da kommen wir noch nicht lang. Wow. Das war knapp. Das können wir auch später aufsprengen. Hier kommen wir mit dem Rückwärtssprung nicht rüber, ne? Da könnte man sich eigentlich durchquetschen. Da unten ist nämlich das Herzteil. Da soll man nämlich eigentlich erst als Erwachsener rankommen. Ich könnte das so probieren. Nicht so. Donnerblume ist uns im Weg. Sonst könnten wir da vielleicht mit dem Rückwärtssprung so schräg springen. Das könnte funktionieren. Weil es ist doch ein bisschen weit. Also ich habe gehört, dass man da auch irgendwo als Kind hinkommen kann, aber ich bin da ja. Ich halte mich ja normalerweise an Regeln. Und damit herzlich willkommen in der Stadt der Goronia. Goronia. Oh, ich bin so hungrig. Jeder hier muss Hunger leiden, weil der Eingang zur Höhle verschlossen ist. Wir sind vom Aussterben bedroht. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, Dodongos Höhle zu öffnen. Seit Wochen ist sie verschüttet. Das ist so tragisch. In der Höhle lagern die besten und köstlichsten Steinvorräte. Doch wie es scheint, müssen wir nun auf diesen Genuss verzichten. Dabei sind wir Goronen Feinschmecker, die sich nur schwerlich an andere Nahrung gewöhnen können. Ach, wie gerne würde ich jetzt ein Stück Steinfilet aus Dodongos Höhle genießen. Also, wenn ich das richtig verstehe. Ihr fresst Steine. Und die Höhle, in der eure Steine sind, die ihr isst,
Da sind Steine vor. Was hält euch also ab, diese Steine, die, wohlgemerkt, vor den Steinen von der Höhle, in der eure Steine sind, einfach, naja, zu fressen? Meint ihr, das geht? Ich hatte also recht. Du bist hier, um den roten Stein zu fressen. Nun, da kommst du zu spät. Erst fort. Was? Das ist gar nicht der Grund, der dich herführte. Du suchst einen heiligen Stein? Damit musst du den leckeren roten Stein meinen, der vor kurzem noch hier lag. Ich war so hungrig, dass ich dachte, dass es wäre in Ordnung, ein kleines Stückchen davon zu essen. Als ich kam, war er fort. Vielleicht hat Darun dir einen weggenommen. Er sagte, es gefällt ihm nicht, dass alle immer so gierig schauen, wenn sie den roten Stein betrachten. Darunia hat sich in seinem Raum eingeschlossen. Er sprach, ich werde hier auf dem Boten der Königsfamilie warten. Bist du der Bote? Wenn ja, hast du doch einen Beweis dafür, oder? Natürlich habe ich den Beweis. Oh, das war, glaube ich, das Falsche. Upsi. Mein Fehler. Das können wir noch nicht. Das war auch das Falsche. Wie ist es denn nun richtig? So ist es richtig. Im Prinzip war es richtig, die Kombination war nur ein bisschen falsch. Hi du. Was? Wer bist du? Als ich das Lied der Königsfamilie hörte, dachte ich, ein Abgesandter sei eingetroffen. Stattdessen sehe ich ein Kind. Hat Darunia, der Anführer der Grohl, es wirklich verdient, so behandelt zu werden? Ich kann es nicht glauben. Geh zurück ins Schloss und sag dem König, er solle mir einen richtigen Mann schicken. Du fragst, warum ich so schlecht gelaunt bin? Dämonische Kreaturen sind in Dodongos Höhle eingedrungen. Die Donnerblumenernte war schlecht und zudem leidet mein Volk Hunger. Doch wie dem auch sei. Dies ist Sache der Grohl. Wir sind zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Gut, dann helfe ich mir eben selbst. Mach sie erstmal ein bisschen warm. Hier ist es mir nämlich ein bisschen zu kalt in dieser Höhle. Wieso? Oh, da war die Fackel leer. Ach, da oben müssen wir hin. Alles klärchen! Oh, wir haben die nicht mal aufgekriegt. Jetzt aber. Da ist nämlich der Shop drin. Da ist zwar nichts drin, was ich benötige, aber dann ist die Tür wenigstens auf. Aus dem Weg! Bahn frei! Yeah. Wie fühlt sich Darunia? Oh, ich verstehe. Übrigens, kennst du die Melodie, die in diesem Tunnel in unser Reich dringt? Wir mögen sie sehr. Warum gucken wir nach oben? Oh shit, nicht du schon wieder. Okay, wir gehen außen lang. Der weiß nicht, dass wir hier sind. Mist, der hat uns gesehen. Willkommen, ich habe dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Liran. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige betreten haben. Still. Ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich meine Worte noch einmal wiederholen? Nein.
Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Das war geradeaus, oder? Und jetzt da lang. Und dann sind wir hier. So, auf zum Rückspiel. Komm her, Wölfchen. So. Keiner warm. Au. Au. Bin zu faul, mein Schild umzurüsten. Au. Gut, dass wir in den Rollen unverwundbar sind. Guten Tag. Ich muss mal lang. Danke. Pazifismus aktiviert. Ist hier was? Oh, schön. Hier noch was? Nö. Batata, batata. Badidadidadadadadada. Hi. Ich habe auf dich gewartet, Liran. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein. Das kann ich fühlen. Spielt sie hier die Ocarina, kann ich dir zeigen, wie man mit den Geistern des Waldes spricht. Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Oh, klar. Versuch die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Spiele geschwind Salias Lied. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, so ein bisschen zu schnell. Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Willst du meine Stimme hören? So spiele Sadias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Yeah. Willst du meine Stimme hören? So spiele Sadias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Wär's mit dem Tschö? Bis bald, auf Wiedersehen. Ha, gut, dass sie nicht hochschießen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warum zähle ich überhaupt? Da ist ein Loch. Mit einer Feenquelle. So, ich hätte gerne eine Flasche, wenn das denn möglich ist. Den anderen haben wir noch Milch. Du besitzt jetzt eine Fee. Ja, Navi. Im Item-Menü kannst du sie auf 1, X, Y oder 2 platzieren. Diese kleine Fee wird dich wiederbeleben, wenn du keine Energie mehr hast. Hast du sie auf 1, X, Y oder 2 platziert, kannst du ihre Hilfe jederzeit in Anspruch nehmen. Wie pink diese Flasche einfach ist. Ich nehme mal die Feder lieber raus. Ich habe Angst, dass ich die aus Versehen einsetze. Items. Das da rauf. So, sehr gut. Dann, wenn wir schon mal hier sind, können wir eigentlich noch 2 Herzteile einsacken. Dann haben wir die mich auch schon mal. Liran! Nicht du schon wieder. Hat Salia dir ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben.
Ich hörte, dass an anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Das Land oder die Stadt? Hältst du die Ocarina mit dem Ocarina-Symbol, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Das macht auch Spaß. Alle Lieder, die du lernst, werden im Statusmenü angezeigt. Berühre in diesem Menü das Symbol in der unteren rechten Ecke. Wähle nun das Symbol für eine Melodie aus, um zu sehen. Gott, ich habe keine Lust mehr. Hau einfach ab. Wir wissen doch, wie es läuft. Wir haben schon oft genug auf der Ocarina rumgedudelt. Du musst mir nicht erklären, wie das geht. So, machen wir es mal einfach. Einmal kurz raus. Und wieder rein. Hi, du. Gerade gelernt und schon vergessen. Wie ging das? Ach so. Du kennst Zaljas Lied? Wir sollten Freunde werden. Hier, nimm das. Ein Herzteil. Jetzt hast du einen weiteren Herzcontainer. Nice. Und Nummer 2. Hi. Hey, du da unter der Maske. Bist du nicht der junge Kokiri? Echt originell, deine Maske. Die gefällt sogar mir. Mit dem Teil würde ich einige Leute schocken. Gibst du mir die Maske? Oh, klar. Klasse, ich werde sie immer tragen. Er hat dir 10 Rubine für die 20 Rubine teure Maske gegeben. Ein schlechtes Geschäft. Geh zurück zum Maskenhändler und gib ihm seine 20 Rubine. Den Verlust musst du aus eigener Tasche bezahlen. Ja, dann haben wir die auch schon abgegeben. Welches ist die nächste Maske? Ich glaube, die können wir bei dem Kind beim Friedhof abgeben. So, dann gibt es hier auch noch eins. Guten Tag. Ich brauche mal kurz was zu schreiben. Moment. Stift? Habe ich auch noch irgendwo einen Zettel? Jo, kann losgehen. Bin soweit. Dann fang mal an. Y, X, A. Ich kann mir sowas nämlich nie merken. Y, X, A. Und L. Y, X, A. Und Scheiße. Ich habe rechts gedrückt. Ich bin ein Idiot. L, R. Was war das letzte? War das A? Ich habe nicht hingeguckt. Ich habe geschrieben. L-R-A. Ha, es war geraten. Das habe ich am Ton tatsächlich erkannt, dass es ein A war. Mann, was für eine LR-lastige Runde. Gefällt mir. Das sind die einfachsten Tasten. Das hat Spaß gemacht. Nimm dies als Beweis unserer Freundschaft. Ein Rubin. Nochmal. Ich glaube, das müssen wir dreimal machen. L-A-X. Lachs. Y. Y. Lachsel. Das ist wie Stachsel. Ich hätte lieber das Y und dann hätten wir nicht Lachsi. Das wäre viel cooler gewesen. Laxler. Wer kennt sie nicht? Ist wie die Axa. Laxley. Laxley. Das hätte ich mir nicht mal aufschreiben müssen. Das hätte ich mir auch so merken können. Und nochmal. R, Y, X, Rix. Rixel.
Rixi. Rixli. Rixlia. Rix. Lia. Lixel, Rix Lyra. I Rix Lyra. Die Lix Lyral. Rix Lyral. Das war einfach. Und noch ein Herzteil. Nur für uns. Juni, haben wir noch Zeit? Noch ein bisschen Zeit haben wir noch. Können wir zumindest noch nach nach Coronia zurückgehen und das Lied spielen. Was? Also, doch, da warst du schon. Da di da ba 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 ba. Spring hier runter. So, guten Tag, Darunia. Ich hab da was Schönes für dich. Pass mal gut auf. Wie ging's nochmal? Ich bin doof. Ich kann nicht spielen. Es ist Rix. Rix. Wer kennt das nicht? Ganz bekannter Zauberspruch. Oh, klasse. Das geht ab. Dumm-di-dumm, la-la-la, ein klasse Takt. Ich fühle mich wieder richtig jung. Das kribbelt in den Beinen. Wo ist Groovy? Juhu, frischer Groovy. Weiter so, hat er mal Groovy gesagt. Oh, das war klasse. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich einfach nicht halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goron. Gibt es etwas, was ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den Heiligen Stein des Feuers? Der Heilige Stein des Feuers, auch als Goron-Rubin bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der Heilige Stein sein. Aber bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goron, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du's, kannst du sogar schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Das Goron-Armband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Stelle dich davor und nimm sie mit A auf. Cool. Hätten wir das auch. Hätten wir das auch. Dann würde ich einfach mal sagen. Ich schummel mich an dieser Statue vorbei. Um die wir uns später auch noch kümmern werden. Zu gegebener Zeit. Klappe, Navi. So. Da ist auch schon der Ausgang. Und da stellen wir uns einfach mal kackendreist hin. So, und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle hier auf dem Gebirgswart. Beim nächsten Mal gehen wir dann in Dodongos Höhle. Hey, Kamera, jetzt bleibt gefälligst mal so, dass ich mich von den Leuten nicht verabschieden kann. So. Und gehen wir in Dodongos Höhle und machen den zweiten Dungeon. Stelle ich mich eben so hin. Habe ich auch kein Problem damit. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Und ich verabschiede mich wie immer mit einem Ciao.